Ich glaube, es war für mich nie eine Diskussion, dass Viktor nicht die Qualität hätte, sich durchzusetzen als Trainer und mit seiner Mannschaft etwas aufzuzeigen, was ihm auch steht und was ihn auch auszeichnet. Es war für mich nie eine Frage, deshalb ist das auch keine Überraschung, dass er mit einer Mannschaft so gut arbeiten kann, genauso mit seinen Co-Trainer. Ich denke, das passt. Alle kenne ich sehr gut und insofern kann man da Werder Bremen nur zu gratulieren. Das Zweite ist, ja, es ist natürlich sicherlich etwas Außergewöhnliches, wenn ein Gästetrainer hier reinkommt und es wird gejubelt, man wird so herzlich und warm empfangen, dann ist das etwas Außergewöhnliches. Dafür sage ich auch herzlichen Dank. Und ich denke, das bedarf sonst keiner Worte. Natürlich muss man auch immer wieder sehen, bei all dem, was da, sage ich mal, so abläuft, dass man natürlich auch genau weiß, warum man hier ist. Ne? Ich war mit der Eintracht hier und wollte mit der Eintracht hier gewinnen. Das ist mir leider nicht gelungen. Ja, und deshalb bin ich natürlich erstmal enttäuscht über das Sportliche. Das andere ist sicherlich außergewöhnlich. Vielen Dank. Wir sind froh, alle und natürlich unsere Zuschauer, die haben uns 10 Minuten vom Schluss schon gefeiert, das war schon echt großartig und dankbar natürlich. Wir sind auch alle und unsere Spieler jetzt momentan auch nur redet über diese Sache und nochmal alles, wieder glücklich alles und schauen wir, was kommt nächstes Mal. Danke. Gibt es Fragen an die Trainer? Mein Diego, 28. Wenn wir 3 Punkte holen, wir schon übermorgen, dass wir